Sag mal, was haben die Shirts überhaupt für Schnitte und wie ist die Qualität der Drucke? Mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel und in diesem Video geht es einmal um die verschiedenen Produkte der Print-on-Demand-Anbieter. Ich mache es so, dass ich wirklich jeden Monat immer mal ein, zwei Artikel bestelle, um die Druckqualität zu testen, die Lieferzeit. Natürlich auch den Schnitt und die Passform und ja, probiere immer auch mal wieder neue Produkte aus, die die Print-on-Demand-Anbieter im Sortiment haben, einfach um die Qualität zu checken, um für mich herauszufinden, okay, ist das was, was ich an meinen guten Gewissens, an meine Kunden verkaufen kann? Ja, genau. Wir fangen direkt mal an. Den Schuh gibt es jetzt seit geraumer Zeit bei Tiseli. Die Druckqualität ist echt gut. Ja, ich halte ihn mal hier, ich hoffe, mein Handy nimmt es auf. Richtig und scharf und der Schuh ist echt cool, kann man wirklich nicht sagen. Lieferzeiten waren um die 4 Wochen, was natürlich recht lange ist, aber trotz alledem, wenn der Kunde den Schuh aufmacht, also der ist auf jeden Fall begeistert, ist ein cooles Teil. Generell so beim Laufen, ich laufe in Chucks, also so Chucks-Nachbildungen oder Chucks laufe ich eh sowieso scheiße, also vom Laufkomfort sind die Dinger jetzt nicht so pralle, aber laufe auch in Chucks nicht so prall. Also ich finde, darin ist der Laufkomfort auch nicht wirklich gut. Ja, dann hat Shirty noch eine neue Handyhülle gelauncht. Die ist auch von der Qualität her ganz gut. Der Druck ist top, wie immer. Und die hat hier so einen Magnetverschluss. Ja, man kann hier das Handy eben reintun, dann natürlich hochschieben, dann um ein Foto zu machen. Ne? Innen drin rechts, das Leder wirkt ein bisschen hochwertiger. Links, das ist ein bisschen billig, finde ich jetzt. Aber ansonsten ein feines Teil, vornehmlich für Frauen gemacht. Also ich als Mann würde mir so ein Ding nicht in die Hosentasche stecken. Ja, das ist meiner Meinung nach für Männer eher ungeeignet. Ja, dann kommen wir zu den T-Shirts. Hier habe ich ein T-Shirt von Tisili an in Größe L. Das ist das Standard-Shirt. Man sieht, das ist ein bisschen sackmäßig geschnitten. Der Druck ist gut. Ja, ich bin damit zufrieden. Aber wie gesagt, es ist einfach ziemlich weit geschnitten. Ja, und hier habe ich ein T-Shirt von TeePublic. Das hatte ich in einem Video auch an. Das ist ein M, das ist das Slim Fit Shirt. Der Druck ist sehr, sehr cool. Alles gut. Und die sind sehr, sehr körperbetont. Ja, also da werde ich wahrscheinlich jetzt mehr auch auf L gehen. M ist mir ein bisschen klein geworden mittlerweile. Dann hatte ich noch eins von Teasley bestellt. Das ist auch das Standard Shirt in M. Das wiederum sieht ganz gut aus. Ja, das ist wieder körperbetont. Der Druck ist auch wieder top. Und die einzelnen, also hier Tiseli druckt mit, was ist das, B und C. TeePublic hat Canvas, Bella in Canvas. Das ist auch nochmal TeePublic gewesen. Die haben sie sogar ihr eigenes Label dann reinnehmen lassen. Das ist auch vom Druck und auch vom Schnitt her wirklich super körperbetont. Sehr, sehr cool. Hier haben wir noch einen Hoodie. Der ist von Tiseli. Auch da ist die Qualität wirklich Druck und ich ziehe ihn gleich mal an einfach. Druck und ja, ich muss das so rumhalten. Druck und Qualität und Schnitt ist auch wirklich super. Und auch bei den anderen Firmen habe ich schon oft Hoodies bestellt, Spreadshirt, bei Shirty. Und da ist auch die Qualität einfach gut. Ich ziehe ihn einfach nochmal an, dass ihr den auch mal am Mann seht. Und ja, machen wir einfach mal einen Schnitt. So, da ist der Pullover in M. Ist körperbetont, passt, ja, sensationell, also schöner Pullover, kann man nicht anders sagen. Gut, das war's von dem Video, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr habt mal ein paar Produkte kennenlernen können, Schnitt und Druck mal feststellen können für euch selbst mal. Empfehle ich euch aber wirklich immer wieder, Produkte selbst zu bestellen, um ein Feeling dafür zu bekommen, was ihr da überhaupt verkauft. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare rein, haut die Glocke rein, lasst ein Abo am Start, dann sehen wir uns garantiert wieder. Bis dahin, euer Daniel, macht's gut. Ciao.